Hallo, hallo. Schönen guten Morgen. Ja, ich teste mal endlich diesen Stift, Klebestift, Akku, Klebestift, ne? Von Teddy. Hatte ich mal während der 30% Aktion bei mir gekauft, gegönnt. Ja, schon, ne? Kostet und so. Ja, und ich wurde gefragt, dass ich das mal zeige, wie der funktioniert und was er überhaupt taugt, ne? Ja, habe ihn jetzt ausgepackt. Alles ist dabei. Auch der Ladekabel ist USB-Kabel, so ein, der Anschluss ist, sieht so aus und ne, so einer. Und eben normal USB dann. Anschluss habe ich in spezielle USB-Stecker und dann in die Steckdose gesteckt. Ja, selber der Stift ist eben hier das Fach. Ich kann ja da auch mit Hilfe der Anleitung hier zeigen, ne, was heißt. Eben 1 ist die Düse, 2 eben Silikonumhüllung, 3 Klebestick da reinstecken, ne? 4 Führungsschiene, ne, Führungsrinne und dann Führungsschiene, Stiftgehäuse, Kontrollleuchte, Schalter und Ladeanschluss. Ne? Das ist die Rückseite, das ist hier eben auch die Leuchte und Anschluss. Ne? Und der Knopf zum Anschalten. So, der musste vorher geladen werden. Wenn er ladet, leuchtet er rot und blinkt. Wenn das schon leuchtet dauerhaft, dann ist es geladen, rot, ne? So, dann von der Steckdose habe ich abgenommen. Und dann, wenn ich dann den Knopf hier, den kleinen grünen, ne, Power, bisschen halte und dann leuchtet grün. So, und da fängt er schon an zu arbeiten. Was ich festgestellt habe, mit dem muss man sich echt sputen. So, ich habe mir da so eine blaue Rose angefangen zu kleben. Gut, ich habe da schon zugeschnittene Teile, weil der Kleber, ne, ich lege da einen Stift mal rein, da in diese Führungsschiene. Und führe den Hebel, ne, eben ran. Und dann schiebt er das vorne. Und das läuft schon. Deswegen, ich musste erst mich damit auseinandersetzen, wie es besser ist, dass der nicht umsonst den Kleber raus drückt und dann eben ja damit drückt man vor. Hier ist ja schon was, kann man ja aufnehmen und dann ein bisschen drücken die Schiene und dann kommt das noch zu, weil der wärmt weiter, ne? Das ist ja der Punkt schon, dass man da sich beeilen muss oder man schaltet einfach. Ich habe auch gemacht, ich habe den Schalter ausgemacht und das hat aufgehört. Dann der Kleber, ne? Kann man noch den Rest jetzt rausholen, was vorgewärmt ist. Ich drücke einfach die Schiene vorne und der wärmt nicht mehr nach. Und da ist er gut. Ist leicht in der Hand. Ne? Sonst ist man immer von dem Kabel und alles, ne? Abschalten und so weiter. Und so finde ich voll klasse. Guck mal. So kann man dann, so finde ich das. Und ja, habe ich da so eine Rose angefangen. Eine blaue. Dachte, nehme ich mir eine blaue. Und ja, ausgemacht, ne? Guck. Und sofort hat er aufgehört, den Kleber zu wärmen. Die Düse muss man dann stetig, muss man zwischendurch mit einem Tuch sauber wischen. Aber soweit, ne, ist okay, kriegt man ab.
Ja, ich habe ihn wieder schön zusammengesteckt. Diese Halterung, weil es war echt schwierig. Schwer. Ich musste schon mit Gewalt alles zusammensetzen, dass es stabil jetzt sitzt, aber es ist echt stabile Halterung und so kann er stehen, ne? Ich habe ihn hier ausgemacht und der ist nichts heiß. Vorne ist es warm noch, diese Silikonumhüllung, ne? Guck mal, weil da steckt ja noch ein Stift, die sind ja ganz klein und da passen zwei Stück rein. Kann ich dann noch einen nachführen, aber lasse ich erstmal, bis er weiter durch ist. Ja, und da doch gefällt mir. Ja, ich dachte, man kann ja Steinchen, Schmucksteine festkleben oder es steht alles Mögliche da. Auch zur Reparatur nutzen, ne? Und wo bist du jetzt? Papier, Karton, Kork, Holz, Leder, Textilien, Schaumstoff, einigen Kunststoffen, Keramik, Porzellan, Glas und Stein. Geeignet zum Kleben, Reparieren, Dekorieren und Modellieren. Ne? Nicht geeignet für Objekte mit einer Klebetemperatur von 50 Grad oder höher. Der heißt. Klebestift ist nicht für das Verkleben von Objekten geeignet, die in direktem Kontakt mit Wasser oder Flüssigkeit stehen. Naja, und steht dann eben. Wasser ist, verwenden Sie nur Niedrigtemperaturklebestifte, Schmelztemperatur zwischen 100 und 150 Grad mit einem Durchmesser von 6,8 bis 7,2 mm und einer Länge von 15 bis 20 mm. Verwenden Sie keine Klebestifte, die bei zu hohen Temperaturen haften. Bei Einwirkung von Flüssigkeit, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen kann sich die Klebefläche von selbst lösen. Naja, ist ja zum Basteln. Und da stehen auch noch, wenn Probleme irgendwie sind, dass man, wie man die beheben kann. Und so. Standby-Zeit etwa 120 Minuten, Ladedauer circa 3 Stunden. Wahrscheinlich war meine schon vorgeladen, es waren ein paar Minuten. War schon okay. Betriebstemperatur 160 Grad, Ladespannung 5 Volt, Ladestrom 2A. Ja, Nennspannung des Akkus 3,7 Volt. Ja. Okay. So, ja. Doch. Gefällt mir. Muss man nur das alles so organisieren, ne? Dass man schon vorgefertigt hat. Oder eben nicht vergessen, einfach ausschalten. Und fertig ist es. Immer einschalten, dann spart man auch den Akku. Es muss ja 90 Sekunden muss er vorheizen. Ja, und das kommt ja schnell. Dann der Kleber raus, schon hat man dann vorbereitet eine Fläche fertig oder zwischen Päuschen oder so wieder ausschalten und dann wieder anschalten. Je nach, ne? Ja. Wow, gefällt mir echt gut. Ich habe mir ja auch noch so eine kleine Mini-Klebepistole noch da gekauft. Ja, wenn man das Akku vielleicht aufladen muss oder man kann sich auch zwei Geräte herlegen, ne? Zurechtlegen, dann das und das nutzen für den Fall, wenn es leer ist. Aber doch.
Ist, finde ich, ja. Ja, ist nach Bedarf, nach Geschmack, wie man so mag, ne? Ja, ich bin soweit doch begeistert. So was Cooles, ne? Ja, okay, das war's dann. Und danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüssi.